Servus Leute, zurück zu Let's Play Tainted Grail Conquest. Wir sind mit dem Beschwörer jetzt in Runde 3, in der finalen Runde. Ich habe mir extra Fertigkeiten gekauft, ich habe mein Geld ausgegeben, ich habe Karten ausgetauscht und ich habe, mein Deck besteht nicht, aus nicht mehr so vielen Karten. Ich habe nur noch 11 Karten. Also von daher, sollte eigentlich immer gut laufen. Ich würde vielleicht noch den Golem rauszauen, Kraftschuh. Also ja, das Achievement mit 8 Karten ist zu schaffen, das schaffe ich wahrscheinlich nicht. Aber hey, es wäre auf jeden Fall nicht schwer mit dem jetzt aktuell, mit dem Equipment, was man so besitzt. Das ist ein lästiger Boss tatsächlich. Da brauche ich den Lindwurm. Gegen den Boss brauche ich den Lindwurm. Wo ist der Schatzgegner? Seht ihr ihn? Ah, da hinten. Na gut, dann fangen wir da links an. Sehr gut. Da ist ein explosiver Boy. Ist da noch ein Altar der Allmutter? Nee, oder? Das ist ein verfluchter Altar wahrscheinlich. Bettler. Ah, die könnten mein Deck wieder in Schund verwandeln. Am Ende ist es besser als jetzt. Nein, das ist nicht. Das geht nicht so leicht. Also wäre trotzdem witzig. Ich glaube, die Bettler können das in Schund verwandeln. So, du hast dich verstärkt. Du hast dich verstärkt. Du hast dich verstärkt. Und das ist gut so. So, unkontrolliertes Wachstum. Kontrollierteres Wachstum. Und absolute Zerstörung. So sieht's aus. So sieht's absolut gut aus. Befördere alle Diener ist nett, wenn man viele Diener hätte, aber ich habe keine vielen Diener. Das ist auch ganz nett, aber nicht so wirklich. Nein, nichts davon ist nett. Oh, nochmal. Oh, das habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt. Das ist tatsächlich auch nicht dumm. Gegen Bosse. 33% weniger Max-TP. Das bedeutet bei dem kommenden Boss, das ist ein Schaden von 600. Und beim Endboss auch. Das ist nicht verkehrt hier diesmal. Rasende Wut. Den Damage Output erhöhen. Und das ist das Letzte, was mir fehlte. So, jetzt habe ich das Runsteinpuder. Jetzt kann ich mir auch den letzten Runsteinplatz gönnen. In Schund verwandeln. Dann sieht man, das Positive daran ist, man kriegt alle Einträge im Tagebuch freigeschaltet für die ganzen Karten, die es so gibt. Aber nee, das ist im Normalfall absolutes Chaos. Kann gut werden. Das ist wirklich wieder ein Altar der Allmutter. Was machst du hier? Wieso tust du das? Wieso bist du hier ein zweites Mal? Das, ich weiß nicht, passiert das? Ist mir gar nicht aufgefallen, dass das passieren kann. Befördern wir dich. Nee, ich gebe dir die Sigille. Dann befördere ich dich. Und dann eskalierst du zweimal. Und nochmal. Gut. Ihr seht, obwohl ich eigentlich nichts mehr dazu gönne, durch die Runen wird es halt einfach OP. Schöne Karten, aber teuer. Schöner Staub. The Shrine. Tatsächlich. Den Schrein ausrauben. Ich könnte es mir diesmal erlauben. Ich werde nahezu kein Leben verlieren. Aber ich mache es nicht. Ich könnte es am Ende noch machen. Am Ende könnte ich es tatsächlich noch machen. Weil der Reichtum kann in Goldmünzen umgewandelt werden. Oder ich kann im Lager irgendwelche lustigen Sachen zu am Ende noch kaufen. Auch eine Möglichkeit. Wir nutzen die Sigille. Wir nutzen Befördern. Ja, ich kann das dann nutzen. Und schon hat er über 100 Leben verloren.
So. Befördere dich nochmal. Gut, gut. Aber ich sehe gerade, ich kann nicht beide besiegen. Oh, shit. Ich kann nicht mal... Oh, shit. Ah, gut, dass wir doch noch Heilung können. Heilen nutzen können. Vielleicht hätte ich da... Ah, beefige Gegner. Okay, das ist noch meine Schwäche. Beefige Gegner sind meine Schwäche. Okay, gut zu wissen. Opfer alle Diener, erhöhe die... Das ist gar nicht mal so blöd. Aber... Nein, danke. Erhöhe deinen Schaden jedes Mal, wenn dein Diener befördert. Deinen Schaden. 25% oder die TP. Ja, ich mache die TP. Eigentlich gehe ich aber voll Schaden, aber man muss bedenken, ich habe langsam keine Beschwörung mehr im Deck. Heißt, ich muss... Ich will da einen mystischen Runenstein wählen. Hm, was haben wir denn da? Bei jedem Gegner ein Heiltrank hinterlässt Energie. Ja. Die könnte noch gut sein. Die könnte noch gut werden. Die könnte tatsächlich noch gut werden. Ich hoffe, wir finden noch genügend Gegner, dass sie richtig gut wird. Aber sollte. Hm, brauche ich nicht. Ah, Futag. Futag. Was wollen wir bei dir, Futag? Ah, Leben. Leben wir. Oh, Moment, apropos Leben. Überleben wir das? Sollten. Sollten wir. Das sollten wir überleben. Okay, wir haben verloren. Ich habe es absolut unterschätzt. Halt! Ich habe ja noch Tränke! Oh! Ein Glück, dass irgendein Kommentar mal gesagt hat, ich hätte doch das aber doch noch überleben können. Gut. Ah, schön. Ah, ich kann auch mal ein Wurfmesser nutzen. Oh, schade. Hab gehofft, dass er dann stirbt. Danke an den Kommentatoren, der gesagt hat, ich könnte doch auch mal meine Items nutzen. Ja, sonst wäre ich jetzt tot gewesen. Aber das passiert mir jetzt nicht nochmal. Die Max-TP, aber das bringt ja nichts mehr. Dum, 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 dum. Ich brauche keine Beförderung mehr. Das kann ich jetzt nutzen. Ritual. Und Beförderung. Dun, 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 dun. Heilung, ich brauche Heilung. Okay. Ja, dunkle Riten nehme ich gerne. Ja, warum nicht? Da kriege ich ja Heilung her, oder? Das war ja das mit Heilung. Jawohl, 15 TP pro Kampf jetzt. Hallo, ich nehme die gewöhnlichen tatsächlich. Tier. Noch eine Tier, bitte. Vielen Dank. Vielen Dank. Runensteine. Verschmelzen. Jetzt ist die Frage, will ich es nochmal verschmelzen? Aktuell nicht. Ja, das taugt. Das taugt. 40% schon. Hey. Das wird immer stärker. Und ja, das mit dem Leben, das ist eine knappe Sache tatsächlich. Ungewöhnlich knapp. Die beefigen Gegner. Ja, es mir fehlen halt die guten Karten. Wer bist du? Wer bist du? Bist du? Wer bist du? Ich erkenne dich nicht. Die schattenhafte Präsenz. Die ist useless eigentlich. Also ich gehe ja gerade mit sehr geringen Ressourcen hier um.
haben Leben. Tatsächlich hätte ich jetzt den Golem auf der Hand gehabt, hätte ich damit geliebäugelt, den Golem zu nutzen. Erst einmal dem sein Leben reduzieren. Danach das befördern. Zweimal. Nochmal. Nochmal. 7 Schaden. Ich heile mich mehr. Gut. Ich zerge mein Leben. Ah, ein Heiltrank, sehr schön. Das hätte ich viel, viel, viel früher gebraucht. Erweiterte Beförderung. In jedem Kampf verbraucht das erste gespiegelte Siegel. Ja. Das ist ja bloß ein Siegel, das ich habe. Das sehe ich mich. Eine ultimative Ladung pro Runde. So viele Runden sollte es nicht gehen, dass sich sowas lohnen würde. Tier, Tier, Tier. Jawohl! Jetzt mache ich das liebend gerne. 25% mehr Damage. Und die andere Rune steigert sich ja auch jetzt ständig. Also der Damage-Output nimmt ständig zu. Da will ich eigentlich nichts tauschen. Da hinten haben wir nochmal Kerzen. Habe ich irgendwo einen Rundstein vergessen? So einen Wegstein? Habe jetzt nichts gesehen. So, mein Leben geht langsam auch wieder in einen grüneren Bereich, wo ich auch mal einen Schlag von den Gegnern aushalten kann. Na, zur Not diesmal hätte ich den Golem auf der Hand. Brauchen wir aber nicht. Erweiterte. Ja, jetzt zeige ich es euch. Bam! Stufe 7! Und der Damage-Output. Einfach gnadenlos. Das und dann das und es ist zu Ende. So, jetzt sieht es schon langsam so noch aus, dass wir den Zeitpunkt erreicht haben, dass wir OP werden. Jetzt kriege ich auch langsam die richtigen Karten. Tür, Geld. Gut. Mhm. Tür und Geld sind okay. Da lang Wirtkerzen. Das waren Gegner, die waren lästig. Oder der eine war zumindest lästig. Weil er viel Leben hatte. Aber wir haben ja eventuell da. Schon mal weniger Leben für dich. So. Dass das jetzt nahezu immer kostenlos ist, ist eine geile Sache. Alle betäuben ist eine geile Sache. Okay, damit ist es sowieso zu Ende. Und jetzt... Halt. Ich muss aufpassen, weil die sehen leider genauso aus, die befördern. Das bessere Befördern und das alte Befördern sehen genauso aus. Das ist eine blöde Sache, finde ich. Dass die genauso aussehen. Tatsächlich. Wobei, sie sind alle geblockt. Dann kann ich auch einfach befördern. Wenn ich jetzt nicht sofort alle besiege, ist es kein Thema. Aber ich besiege alle. Ein Level noch. Ein Level gibt es noch. Was für einen Boss haben wir? Ach, wir haben den Single-Boss. Nee, da ist Markierung nicht gut. Da ist das leider nicht gut, das Umlenken. Umlenken ist bei Bossen gut, die selbst viel beschwören. Da vorne ist noch so ein schöner Stein. Ah, dann gehen wir erst da lang. Danke. Okay. Danke. Die Wirtkerze ist noch hoch genug, dass sie mir zur Not positive Sachen geben kann. Wir klauen... Was ist denn mit euch passiert? Ihr seid schon fast tot. Ah, shit. Da wäre erweiterte Beförderung gewesen. Hätte mehr Sinn ergeben. Aber was soll der Geiz? So. Summoner, Stufe 20 erreicht. Tatsächlich mit meinem letzten Run, da, stimmt, ich habe komische Items, das brauche ich nicht. Rüstung reduzieren, Schaden erhöhen, sind super Sachen. Bei meinem letzten Run, ich nutze wirklich nie Items. Achso, das habe ich schon.
Glass Cannon Style. Beim letzten Run habe ich keine Stufe 20 erreicht. Wegen diesem Schund, den ich dann mal genommen habe. Ah, nochmal. Unbeständige Magie. Da kriege ich nochmal was Gutes am Ende. Das ist nett, wenn man Sigile spielt. Anscheinend soll man hier wirklich mit Siegeln. Ja. Also ist ja alles mit Siegeln. Toll. Ich habe bloß ein Siegel. Auf alle Diener. Naja, gut. Dann verdoppeln wir halt den Effekt. Das ist mehr Damage. Ist okay. Verdoppelter Effekt für Siegel. Ja, ich weiß, mein Freund. Ich komme gleich zu dir. Du hast komische Geräusche. Erst muss ich hier den Werwolf-Boss hier wegmachen. Erinnert mich zu sehr, zumindest immer an einen Werwolf. Ah, du bist sogar ein Werwolf, lol. Zufall? Ich glaube nicht. Es wirkt halt auch gegen Bosse und das ist das OP ja daran. Es wirkt halt auch... Keine verstärkte Beförderung. Schade. Es wirkt halt auch gegen Boss. Jetzt ist die Frage, gewinne ich diesen Kampf direkt? Der hat halt Rüstung. Ich gewinne diesen Kampf nicht. Dann reduziere ich ein bisschen den Damage. Wobei, die kleinen mache ich weg. Das ist klar. Der große ist halt das Problem. Der Big Boss, der Big Papa. Also reduziere ich den Damage, den ich bekomme. Deutlich. So, und damit beenden wir es. Nein! Belastend. Ah, belastend. Willst du mich verkohlen? Das sind die Falschen gewesen. Gebt mir euer Blut. Ich muss es in Erweiterung stecken. You found what was protect when you filled. Mehr Schaden. Im Rüstungsplatz brauche ich nicht mehr viel. Außerdem kriege ich meinen Rüstungsplatz jetzt gleich, wenn ich zurückgehe. Ja, dann kriege ich die Erweiterung, finally. Zwei beefige Gegner. So, das sehe ich sofort. Oh ja. Rüstung reduzieren, gerne. Inneres Wissen. Oh Gottchen, wie viel Damage ich mache. Ah, da wäre es sogar gewesen, was ich eigentlich gesucht habe. Jawohl, mehr Runensteinstaub. Weil nachdem ich die Rüstungsslot freigeschaltet habe, kann ich immer noch Runensteinstaub gebrauchen. Good day. Traveler. Ich brauche so einen Heilungsbrunnen noch, bevor ich mit der Quest weitermachen kann. Naja, haben wir keinen dieses Mal gefunden. Aber dafür zwei Altare. Ich habe leider nirgends einen Wurm hier auf meiner Hand. Was ist da los? Dann muss ich halt mit einer riesigen Kaulquappe gewinnen. Oh, und es wird knapp tatsächlich. Das könnte knapp werden, weil... Eventuell muss ich mal ziehen. Ah, da wäre der Wurm gewesen. Zu spät. Oh, shit. Hätte ich vormachen sollen. Das ist nicht schlecht, aber ich mache lieber das. Das. Und der macht mir weniger Schaden. Oh, er greift ihn an. Das ist wiederum der Golem. Das Siegel wird gestärkt. Dann... Na gut, eine kostenlose Beförderung geht immer. Dann eine Random-Beförderung. Die heilt mich doch, oder? War das nicht? Nee. Angriff. Angriff und danach kann ich...
dreifach befördern. Wachse noch mehr. Geht da noch mehr? Ja, da geht noch mehr. Ernsthaft. Die können gar nichts. Gar nichts können die. Vernichtet. Nein, das war der falsche. Das war der richtige. Kostenloses Befördern. Ritual. Und nochmal Ritual. Ach, verdammt, ist ja der Boss, der. Ja. Dann du. Aktivier dich. Seine Max-TP können wir wieder reduzieren. Und dann holen wir uns noch einen Wurm. Hat er seine. Kann er seine Rüstung reduzieren? Nein. Zufällige, okay. Ah, der ist schon wieder. Ach, der ist zwei Runden lang. Na gut. Irgendeinen zufälligen befördern, das ist gut. Geht die Rüstung runter? Nein, geht sie nicht. Ich befördere dich noch mehr. Weil, was soll der Geiz? Wir wollen was Riesiges haben. Riesige Viecher. Dich will ich groß haben. Weil du bist derjenige, der ihn jetzt auffrisst. Ich hätte dich vorher schon upgraden können. Sehr gut. Okay, das war jetzt knapper als erwartet. Bin ich schon lange nicht mehr gewohnt, dass ich da mal aufpasse. Wobei, tatsächlich ist der lästigste. Keine einzige Passive habe ich mit dem Beschwörer genommen. Ich will immer bloß Karten entfernen, weil ich einfach bessere Karten hier drin habe. Ihr Ritual raus. Ich habe Besseres als ein Standardritual. So, massiv Geld in der Tasche. Ah, ich hätte den Altar noch ausrauben können. Dann hätte ich noch mehr Geld in der Tasche gehabt. Mit diesem Geld. Kann ich? Noch ein zufälliger? Naja, brauchen wir nicht. Das wäre Verschwendung. Du willst immer noch nicht mit mir reden. Ah, es war mir ein bisschen zu knapp mit den Heiltränken. Ich kaufe mal lieber ein paar Heiltränke. Obwohl es nicht notwendig gewesen wäre. Habe ich bei dir eigentlich alle Runensteine gekauft? Wenn nicht, dann kaufe ich dir alle Runensteine jetzt mal schnell ab. Vielleicht kann ich noch ein paar. Oh ja, oh, stimmt ja. Und den Platz will ich auch schaffen. Yes. Yes. Maximum Power. Was stecken wir uns da rein? Die Rüstung erhöhen. Hört sich doch nicht schlecht an. Max TP ist auch nicht das Schlimmste. Die Rüstung. Das brauchen wir nicht mehr an der Stelle, weil wir kriegen kein Leben mehr. Immer Damage machen ist okay. Erste Runde ist schwach. Allen Gegnern extra Schaden machen haben wir ja schon einmal. Noch mehr Rüstung. Oder einfach plain leben. Ja, plain leben. Wir können mal ausruhen. Das können wir nochmal machen. For free. Okay, Zeit für den Boss. Der sollte auch kein Problem sein. Hoffentlich kriege ich diesmal direkt auf meine Hand einen Wurm, weil dann würde ich meine ganze Aufmerksamkeit in den stecken, anstatt in meinen Schleimi. Wobei, mit der einen Karte, wo ich das Leben des Bosses reduziere, ist es einfach perfekt. Ah, perfekt. Schaut euch das an. Genau das, was der Doktor empfohlen hat. Ein Wurm, der an deinem Leben knabbert. So sieht's aus. Und der reduziert deine Rüstung richtig, richtig brutal. Ja, du machst Schaden gut. Stört nicht. Hier, du wirst jetzt gebufft. Ins Unanständige wirst du gebufft. Ja, du wirst auch gebufft ins Unanständige, aber. Du bist richtig gebufft ins Unanständige.
Der Wurm hat ihn niedergeschlagen. Deswegen habe ich den Wurm noch drin gelassen. Weil der einfach sehr stark gegen einzelne Bosse ist. Mit seiner Rüstungsredaktionsfähigkeit. Besonders nachdem ich die passive Fähigkeit bekommen habe, dass es noch gesteigerter wird. Da knabbert er wirklich an der Rüstung. So, Überdosis. Sündenbock, Opfer ein Diener. Wieso sind die Sachen freigeschaltet eigentlich? Für was sind sie freigeschaltet? Die waren doch schon während meines Laufs verfügbar. Ziehe jedes Mal, wenn ein Alp beschworen wird, 4 Karten. Nee. Ja, wobei, ja. Gibt bestimmt vielleicht eine Taktik mit dem. Getötet oder Gopfer wird 20 für einen zufällig über dich selbst. Zufällig ist blöd. Zufällig ist richtig, richtig blöd. Aber hey, das war jetzt der Beschwörer. Damit fehlt uns nur noch einer, nämlich der Scharfschütze. Und ihr könnt euch wohl schon vorstellen, dass der Scharfschütze mit 2 Runenplätzen an Waffen und an Rüstungen, mit übermäßigen Tiermächten und sonstigen allein alles schon niedermetzeln wird. Aber wahrscheinlich nicht so wie der Bogenschütze. Ich gehe davon aus, der Scharfschütze ist weniger so der Massenshooter, sondern eher der Einzelshooter. Der schießt einen Pfeil, der großen Schaden macht. Das ist problematisch, weil mir gefiel der Bogenschütze, der auch mal einfach hier alles niedermetzeln konnte. Das ist beim Scharfschützen dann schwieriger. Der kann einzelne tödliche Pfeile schießen, wahrscheinlich. Ich werde es herausfinden, wie er sich spielt und dann es euch zeigen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.